Hallo Chicas und willkommen zu Let's Play Sims 3 Into the Future. Hallo? Warte mal. Aufgrund ihrer Oh, geborene Darstellerin, wirklich. Das war nicht gedacht. Oh Mann, und wie hätte ich denn meine schulischen Anstrengungen so steigern sollen, wenn ich bitte die ganze Zeit in der Zukunft war? Oh Mann. Oh, alles kaputt. Und guck mal, die Hausaufgaben sind so voll geil und alles so voll geil und die... Oh, boah. Oh, ich reg mich nicht auf, ich reg mich nicht auf. Aber egal, und die sieht gar nicht aus wie eine Teenagerin. Die sieht immer noch so klein und mickrig und komisch, knuffrig aus, was auch immer knuffrig ist. Singen, zaubern oder Schauspiel anzulernen. Zaubern? Seit wann gibt's Zauber? Daran kann ich mich gar nicht erinnern, aber okay. Dein Sim versagt selten auf der Bühne. Das ist jetzt eigentlich so unpraktisch. Ich möchte so eine komische Schachspielertusse werden. Manu. Dann halt eben nicht. Machen sich langsam. Oh, die ist jetzt auch. Ja, mal eben so B-Promi geworden. Boah, die eine regt sich bestimmt so richtig auf. Also diese Madeline, weil die zuerst Fame war und die dann direkt so auch mal eben Fame wurde, obwohl die gar nichts dafür getan hat, ey. Voll schlimm. Was macht der denn da? Was? Ah! Was war das denn gerade? Das ist gruselig. Toll. Was so? Was? Monster unter dem Bett. Ernsthaft? Ja, okay. Piss dich erstmal ein. Normal. Toll. Oh Mann, wie peinlich. Das geht ja mal gar nicht. Den Geist von Steffen sehen. Okay, das ist jetzt nicht so schwer. Der brauchst du jetzt aber diesmal nicht ruhig angehen lassen. Ja, wir können eigentlich athletische Fähigkeiten ein bisschen mal verbessern lassen, obwohl wir eigentlich schon sofort aufsteigen müssten, weil wir ja schon sehr gut dabei sind, ne? 4000 Punkte habe ich da gerade, aber da kriegt man, glaube ich, noch nichts Besonderes für, also lohnt sich das eigentlich gar nicht so richtig. Wie sieht's mit... ich habe gesagt, das lohnt sich nicht. Ja, aber ihr ist auch noch nicht so weit... Was? Was macht denn... Ach, jetzt kommt wieder das dumme Teil da, ey. Mann, geh weg, du bist gruselig. Ich dachte gerade, das wäre schon wieder durch. Mit Flair! Was für ein Flair, bitte. Boah, die Toilette, die ist so ekelhaft. Ich könnte kotzen. Oh. Boah, wenn ich auf sowas sitzen müsste, dann würde ich ja kaputt gehen. Wirklich. Das hasse ich auch bei so öffentlichen Toiletten. Die sind immer so dreckig. So ekelhaft dreckig. Das muss gar nicht sein, wirklich. Puh, schon fies, aber egal. So, und diesmal kümmern wir uns um die scheiß Hausaufgaben, damit wir endlich mal ein Merkmal richtig aussuchen können. Aber ich meine, es gibt auch so eine Fähigkeit. Okay. Hauptsache, die hat Strapse an und die andere ist auch so halb nackt. Und dann tanzt die auch noch zusammen. Oh, was für ein süßes Pärchen. Ach Gott. Ja, Stimmlegende. Ja, wäre doch eigentlich okay, oder? Ja, komm, machen wir einfach mal. Das war ein komischer Lebenswunsch, aber egal. Und jetzt steht er einfach doppelt da, warum auch immer. Shima wird sich für immer daran erinnern, als sie zum ersten Mal langsam und süß mit Madeline tanzte. Das ist ein bisschen gruselig, aber okay. Wieso nicht? Ich bin da tolerant. Was war das denn gerade? Die wurde so zensiert, als sie aus dem Raum ging. Was ist das denn für ein Sinn? Das verstehe ich nicht. Hat sich mit dem Star Evira Slayer... Hey, wann hat sie sich denn mit dem angefreundet? Die tanzt doch gerade mit der. Hä? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe. Aber egal. Lies die Evolution der Diebeskunst. Ja, von mir aus. Ach, die muss ja noch trainieren. Ja, hallo, das ist wichtiger, als hier so schöne Lesbenstündchen abzuziehen, hör mal. Sorry, aber ist so. Ach ja, komm, der macht das jetzt hier. Weil man die denn hier? Liebe und Frieden. Ja, komm, dann meld den halt an der Scheißschule da an. Ich find's immer noch gruselig, aber egal. Wo ist denn das überhaupt? Im Internat! Ja, toll. ist das ein Internat? Hört sich ja fast so an, ne? Liebe und Friedensschule. Le Fromage. Kunstschule. Oh Gott. Sportakademie. Ach, okay. Das ist ja interessant. Da kann man die nämlich direkt in so verschiedene Richtungen schicken, quasi. Le Fromage. Die Käsekunstschule. Was ist das denn für Scheiß? Darren. Was machen wir denn mit der anderen da? Mit der anderen Tusse? Die wollte ja komisch so Wissenschaftsscheiße machen, ne? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wirklich bringt. Aber ich denke mal, das unterscheidet sich irgendwie. Moment, ich guck mal gerade.
Internate bieten Kinder und Teenagern ein einziges Bildungserlebnis, wenn die Eltern bereit sind, die Unterrichtsgebühr zu entrichten. Es stehen 5 Arten von Internaten zur Verfügung, von denen jedes unterschiedliche Fehler. Ah, okay. Kommt ein Auto mit. Dort sind sie sicher und erhalten eine gute Bildung. Boah, ist das eine fette Mutter, ey. Die ist richtig fett. rufen von Zeit zu Zeit zu Hause sein. Können sie anrufen, um mit ihnen zu plaudern? Die kommen einfach nie? Was? Wenn ein Sim in der Schule ist, kann er älter werden. Geschieht dies, erhält er seine Abschlussnoten. Was? Hä? Das ist ja mal richtig doof. Wird ein Teenager. Aber ist egal. Das ist ja doof irgendwie. Okay, dann lasse ich aber die Tusse hier. Weil der eine, der ist ja egal. Der will ja sowieso Gesangs-Superstar. Wieso sind die jetzt. Wieso ist der Fame? Wo kommt das denn jetzt her? Ja, einfach mal so ein Kind, was total famous, warum auch immer. Oh, das ist ja schade, dass du hingefallen bist. Jetzt kommen die ganzen Paparazzis und fotografieren das erstmal. Aber es wäre echt cool, wenn die ganzen Paparazzis nachher stehen. Und das war übrigens das Teil, was ich mitgenommen habe. Ja, das war irgend so ein Teil aus der Zukunft. Was ist das denn hier? Was ist das alles? Was habe ich hier? Ich kenne das gar nicht. Egal, weg damit. Ciao. Ciao. Was? Ich habe ja erst so kurz trainiert. Okay, das könnte noch eine Weile dauern. Egal. Mirina. So, was? Boah, ey, die bitchen sich hier so voll. Du bist scheiße. warum auch immer. Die ist eine Fee, ne? Nee, der ist eine Fee. Ups. Und die ist einfach nix. Ach stimmt, das war ja das Kleinkind, was ich erst in die Familie geholt habe. So war das, ja. Okay. So, was war mit dem? Was liest der da? Hotel Diablo. Oh Gott. Nee, lass mal lieber ein bisschen singen. Im Zimmer deiner Schwester, wo die gerade versucht zu schlafen. Oh, das ist Härte. Voll nett. Egal, dann nehmen wir das einfach hier mit rüber. Ja, mitten im Raum. Nee, nee, komm. Da tauschen wir die Zimmer einfach. Ich glaube, das wäre eine leichtere Alternative, als jetzt einfach alles zu verschieben. Da freut die sich bestimmt, so geweckt zu werden. Ja, ja. Was ist das? Fahren lernen. Ach stimmt, das kann die auch schon machen. Ups, habe ich gar nicht dran gedacht, aber egal. Launen haben. Nein, du wirst nicht die Schule schwänzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, sieht ganz so. Ah, ist mir egal. Ich bin ein Superstar. Well, yeah. Oh, der singt so gut. Oh Gott. Oh Gott. Und der soll wirklich der nächste Gesangstar werden. Ja, das wird lustig. Okay, der wird. Eingefördert. Ja, was ist das denn jetzt bitte für ein Wort? Der wurde befördert. Erst bei 4? Erst bei 4? Oh Gottchen. Na super. Das könnte noch eine Weile dauern. Aber egal. Ich glaube, wir fordern erstmal was. Und ich wollte es eigentlich noch schaffen, vor Ende dieses Let's Play eventuell vielleicht auch mal die Karriereleiter ganz zu erklimmen. Aber dafür muss ich wirklich offscreen spielen, weil wir kriegen das mit den wenigen Minuten, die wir in einem Part haben, eigentlich gar nicht hin. Und ich finde es ein bisschen stressig, alles kommentieren zu müssen, wenn ich wirklich so 5 Stunden an dem Spiel sitze und dann die ganze Zeit hier zocke, ne? Lass die Teenager allein. Sie sind bestimmt verantwortungsvoll genug, um auf das Haus aufzupassen, während du weg bist. Was? Hä? Wie kostenloser Urlaub? Wie geht sowas denn? Hä? Wie, was? Die geht einfach mal weg. So, ciao, wir haben einfach mal Urlaub. Bye. Hä? Tschüss? Besonders zu wem komme ich jetzt? Gehe ich jetzt. Ach so, ne, die Eltern sind einfach mal eben so weg. So, ciao. Ja, alles gut. Oh, jetzt können die bestimmt so geile Partys machen. Yeah! Ja, jetzt erstmal hier so. Das ist ja mal richtig gruselig hier. Wieso ist der Typ in meinem Garten? Ach du Scheiße. Nein, nein. Und ich habe schon wieder die Pflanzen vergessen. Die vergesse ich irgendwie jedes Mal, habe ich das Gefühl. Oh Gott, ich habe nachher keine Reste mehr. Und ist die Spülmaschine schon wieder kaputt? Hier ist einfach immer alles kaputt. Warte, ich möchte echt mal gucken, ob ich eine Party feiern kann. Das wäre cool. Das ist einfach so das typische Klischee. Party veranstalten. Yeah, wahrscheinlich wird die Party eh voll scheiße, aber egal. Weil ich gar keine Leute kenne. Teenager-Party. Ich kenne niemanden, außer meinem Bruder. Wow, das sind viele Menschen. Hammer. Wie verdächtig, wenn ich da einladen soll. Das ist ja irgendwie peinlich dann. Bringt das überhaupt was? Oder da kommen einfach so random Leute hin. Ach, die schläft ja noch. Hups. Und ich wundere mich so, hä, wieso ruft die nicht an? Wieso ruft die nicht an? Ach, der stimmt. Der kann ja gar nicht so cool Klavier spielen, ne? Scheiße. Dann ist er ja wohl doof. Oh ja, das passt jetzt total zu einem jungen Zimmer, wo dann so ein fettes Herz vorm Bett ist. Ja, perfekt.
Oh, die kennt so viele Leute. Toll. Verkackt. Mann, ich wollte eine coole Party schmeißen. Egal, kommt drauf an, wie lange die Eltern weg sind. Im kostenlosen Urlaub. Wieso ist der Urlaub kostenlos? Und wieso gehen dann auf einmal alle weg, die auch Arbeit haben? Ich verstehe es nicht. Oh Gott, wie der singt. Was macht die da? Das sieht jetzt bescheuert aus. Das sieht so bescheuert aus. Das ist der Hammer. Ich glaube, ich habe immer noch kein Teleskop, oder? Ich meine nicht. Und ich glaube, das Baumhaus kann mittlerweile auch weg. Das sind ja keine kleinen Kiddies mehr. Obwohl der Junge erst letztens noch hier drauf gegangen ist, aber egal. Was ist das denn hier? Hä? Wieso sind die Megabäume hier noch? Ach so, das ist der Scheiß. Och, das hat schon die ganze Zeit voll genervt. So, jetzt kommt hier nämlich einfach so ein voyeuristisches Teil rein. Wo bist du? Yeah. Was? Das ist ein Sternengucker? Ich dachte eigentlich, das wäre ein Mikrofon gewesen, aber okay. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann halt nicht. Auch okay. Hä, gab's hier kein Mikro? Ich dachte, das wäre ein Mikro gewesen. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Mikro. Oh mein Gott, meine ganze Welt wurde auf den Kopf gestellt. Es ist kein Mikro. Hardcore. Das geht ja mal gar nicht. Aber die Zeit können wir jetzt eigentlich ziemlich gut nutzen, um die Fähigkeiten zu erlernen. Das wollte ich eigentlich immer haben. So ein Haushalt, in dem nur die Kinder sind. Jetzt stirbt hier bestimmt eins bei dem Gewitter. Das wäre natürlich sehr praktisch. Komm, wir lassen den mal schwimmen. Ich würde gerne mal wissen, was dann passiert. Was? Man kann im Pool angeln? Ernsthaft? Was ist das denn bitte für eine Logik? Muss man das verstehen? Egal, es blitzt gerade so schön. Ich möchte unbedingt mal wissen, was passiert. Der kriegt ja bestimmt so geilen Stromschlag. Yeah. Oder der stirbt. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr dramatisch. Aber da muss ich weniger Sims kontrollieren. Das geht schon. Hey, was macht der denn jetzt schon wieder? Ja, jetzt will man auf einmal ordentlich sein. Was ist das denn? Hallo, Teenager, die ordentlich sind. Was geht denn jetzt hier ab? Das ist schon komisch. Mann, ich kann keine Party schmeißen. Ich hätte so gerne Party geschmissen. Oh. Klein, blau, Unterriese. Alf. Tschi. Ich weiß, meine Namen sind einfach nur perfekt. Ich bin manchmal so komisch. Jetzt gehen die beide schwimmen. Ach nee. Ja, okay, macht ihr Essen. Ist okay. Und ich warte darauf, dass er. Hallo, wieso geht er immer wieder raus? Wert vom Blitz getroffen, Wert vom Blitz getroffen. Mann, wieso wird er nicht vom Blitz getroffen? Schön, dass er vom Blitz getroffen wird. Ich weiß, ich bin ein netter Mensch. So muss das sein. Ach, das Gewitter ist ja schon längst weg. Mann, ist ja langweilig. Und wieso ist es auf einmal wieder Sommer? Es war doch letztens erst Winter. Komisch. Aber egal. So, come on. Dann geh doch mal auf die Pipilette und mit Flair. Was ist dieses Flair? Mann, sag es mir. Und ist schon wieder alles total dreckig. Ich meine, was soll man auch erwarten, wenn die wenn die Kiddies hier im Haushalt sind und alleine dafür sorgen sollen. Ja, werf noch mehr Kleidung übereinander. Okay. Warte, was ist das für ein Lied? Nö, das kenne ich nicht. Und bah, ist die Toilette ekelhaft. Toilette, sage ich schon. Okay, ja, ich kann Toilette und Dingens. Dusche sehr gut auseinanderhalten. Ja, perfekt. Oh Gott. Peinlich. So, come on. Galaxie absuchen. Eigentlich könnten wir auch irgendwie rausgehen und so. In Club oder so. In eine Bar. Das wäre cool. Wenn die Eltern weg sind, kann man sowas ja mal bringen, ne? Oh Mann, das Gewitter ist weg. Dann ist das ja langweilig, wenn er da schwimmen geht. Mann. Und ich habe mich schon gefreut, dass er vom Blitz getroffen wird. Ja, hör mal, ein bisschen Action muss ja wohl auch mal sein, ne? Was ist das für ein Lied? Ich kenne es nicht. Egal. Ich glaube, wir gehen auf Pipilätschen. So, und dann gehen wir einfach mal hier irgendwo los. Wir können auch. Nee, in die Zukunft können wir leider nicht. Ich glaube, das können Kinder generell nicht machen. Ja, komm, wir gehen jetzt in den Club. Cool. Da, wo der geile Cocktail ist oder da, wo die Mega-Flasche ist? Ja, komm, wir gehen einfach mal da. Raum von Erfolg. Da bin ich mal gespannt, ob die den da überhaupt reinlassen. Da bestimmt so, ja, du bist alt genug. Ja, ist okay. Wir sehen uns. Wie cool. Aber das mit dem kostenlosen Urlaub habe ich noch nie gesehen. Woher kriegen die denn bitte überhaupt? Das frage ich mich schon so ein bisschen. Oh, Fähigkeit 7. Cool. Dann ist sie ja fast schon perfektioniert. Ist es dein Ernst? Musstest du das jetzt auch noch zerstören? Als Kind kann man das nicht mal reparieren. Das ist so schlau. Oh Mann. Ach, die kann das wenigstens reparieren. Ja, mach du das mal. Mann, dein Bruder macht alles kaputt. Der ist scheiße. Und dann ist er auch noch Fame und hat so eine hässliche Glatze. Eigentlich könnte ich mal das Aussehen von beiden ändern, weil die muss ich als Teenager ja gefälligst mal hier so
behaupten und so, ne? Und umstylen und hübsch sein und bla. Und man muss ja noch 10 Tonnen Make-up drauf, wie das halt so Mädchen dann machen in dem Alter. Ein bisschen ruhiger. Bla 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 bla. Oh Gott, da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Das wird lustig. Oh, jetzt hat er so voll Angst. So. Ja, schwebt er einfach so rein. Cool. Und da kommen schon so Horty Schnäden. Was? Och Mann! Gerade wo ich denke, oh cool, jetzt geht die Action ab, kommt das dann. Toll. So was eigentlich nicht gedacht, aber okay, wenn du willst. Dann machen wir das noch schnell und ich glaube, dann beenden wir erstmal den Part. Was klatschen wir denn? Was ist das denn bitte Hässliches? Oh Gott. Also die obersten Sachen müssten eigentlich von Into the Future sein, oder? Aber ich glaube, das ist nicht von. Nein, das ist von Inselparadies, meine ich. Ach, das sind aber. Ah, oh, okay, nee, das sind nur die Sachen. Ist das von Inselparadies? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Was ist das denn? What the fuck? Fetter Bausch. Doch, ich glaube, das ist von Into the Future. Nein, nicht jetzt Telefon. Ich habe keine Ahnung. Das sieht alles so komisch aus. Aber egal, kommen wir beenden hier einfach den Part und dann seht ihr nachher, wie ich die umgestylt habe.